So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und in diesem Part werden wir hoffentlich und sogar sehr wahrscheinlich endlich Level 26 erreichen. Denn wir sehen hier oben ja schon, wir sind gar nicht mehr so allzu weit davon entfernt. Und dieser eine PC, den wir hier vor uns haben, dürfte dafür eigentlich auch schon ausreichen. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns hier direkt mal an die Arbeit. Bei diesem guten alten Thermal Take View 37 müsste das Gehäuse, glaube ich, heißen. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Gerade weil eben es diese ganzen Thermal Take View Gehäuse gibt und da kann ich mir meistens nicht die Unterschiede merken, da die auch noch vom Äußeren her alle ziemlich ähnlich sind mit diesem, ja, Glas, was von der Oberseite durchläuft bis hier auf das Seitenteil. Da sind die schon manchmal ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Aber das soll uns jetzt mal nicht von diesem Bild hier abhalten. Den machen wir ganz fröhlich weiter. Erstmal hier RAM rein. 32 GB RAM von HyperX. DDR4 RAM mit 4000 MHz. Das ist definitiv nicht langsam und mehr als nur angemessen für ein Ryzen-System. So, als nächstes ist die Grafikkarte dran. Die können wir hier sogar vertikal einbauen. So, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Wollten wir hier eine RTX 2070 einbauen? Das müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Sekunde. So, das warst du hier. Ja, du solltest Sachen von Gigabyte. Ich weiß, wir haben da auch eine 1080 von Gigabyte da. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir hier die 2070 einbauen wollten. Wüsste mal nicht, wofür wir die sonst gekauft haben sollten. So, dann als nächstes im Netzteil nehmen wir hier das von EVGA. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. So, als Kühlung wollten wir hier, glaube ich, die Silverstone PF 360A RGB einbauen. Wenn ich mich da nicht irre. Wir werden es auf jeden Fall mal probieren. Ah, okay, dafür müssen wir hier erstmal das Teil entfernen. So, reinpassen tut es auf jeden Fall. Ich muss jetzt gleich nochmal nachschauen. Nicht, dass ich mich da gerade vertan habe. Nachdem, wie viel Budget wir haben. 2555. Ja, doch, das kommt hin. Müsste dann passen. Ich glaube, den Rest an Geld habe ich mir eigentlich für Lüfter aufgespart, die wir sowieso wahrscheinlich nicht einbauen werden. Aber Sekunde. Wir müssen nochmal die Wasserkühlung hier abmachen, denn das Teil hier unten kommt weg. So, hier unten können wir doch in der Theorie, glaube ich, auch noch Lüfter einbauen, oder? In der Theorie ja, in der Praxis wird es schwierig. Oh, hier hinten könnten wir auch eine Wasserkühlung einbauen anscheinend. Wollen wir das vielleicht mal machen, weil in der Front sieht man ja nicht so viel durch das Teil hier durch. An der Seite wird man aber die Wasserkühlung ganz gut sehen. Dann müssen wir nur schauen, ob das dann letztendlich überhaupt noch vorne Platz für ein paar Lüfter lässt. Okay, es wird in der Theorie auf jeden Fall gehen. Warum nicht? Und warum geht das jetzt nicht? Hier wird mir irgendwas... Ach, hier hinten. Das muss dafür weg. Ah, okay. Warum immer das da oben weg muss und da unten das nicht... Ah, okay, vielleicht sind da Plätze für Schrauben. Aber das kann man so machen. Jetzt schauen wir mal, ob wir da vorne noch ein paar Lüfter reinbekommen. Immerhin haben wir ja extra ein paar mehr gekauft. Ich hoffe, wir haben auch genug gekauft. Okay, nee, haben wir nicht. Wir haben nur die von Inwin. Ja, okay, das ist nicht so toll. Vielleicht tauschen wir die hier drin sind, aber auch einfach aus gegen die von Inwin. So.
Das waren 140er und die von Inuin sind auch 140er. Das sollte ein sehr, sehr schickes kleines PCchen werden. Das hier sind jetzt 120er. Und nee, habe ich nicht so viele gekauft. Doch, hier sind noch 140er. Die sind alle 120. Aber nur noch den 140er Lüfter. Das heißt, hier unten wird schon mal ja kein großer Lüfter seinen Platz finden. Okay, das wird sowieso nicht gehen wegen der Wasserkühlung. Ich wollte gerade schauen, ob da noch ein kleinerer hinpasst. Okay, nee, der wird auch nicht gehen. Aber dann können wir ja eigentlich den PC schon soweit wieder zusammenbauen. Denn mehr haben wir hier nicht zu tun. So. Oh, ich hoffe, die PCI-Abdeckung kann man hier auch von draußen wieder dran machen. Kommt hier nicht noch eine drauf? Weil das ist nicht dafür. Bin ich gerade blind? Ah ja, hier, Einschubabdeckung. Nicht? Wait, what? Da fehlt doch was. Weil der Griff ist hier oben. Das fehlt doch da jetzt. Jetzt sag mir nicht, dass das nur zum Rausbrechen war. Das wäre doch ärgerlich. Das sieht doch nicht schön aus. Aber anscheinend ist es so gedacht. Immerhin haben wir keine Anzeige hier mehr, dass der PC nicht fertig ist, aber das ist schade. So, wir brauchen auf jeden Fall hier RGB-Beleuchtungssoftware. Wir könnten theoretisch auch noch hier 3D Mark drauf installieren und so ein paar Kleinigkeiten. Muss man nicht machen, kann man aber auf jeden Fall machen. So. Aber RGB-Beleuchtung muss hier schon eingestellt werden. Immerhin haben wir dafür ja auch die echt krasse RGB-Beleuchtung. So. Das nennt man doch mal ein richtiges RGB-Monster. Sogar bei den Lüftern der Grafikkarte so ein klein wenig. Ah, das ist eigentlich ganz schick. Kann man durchaus machen. Auf dem PC bin ich ein bisschen stolz. Aber das soll an der Stelle schon mal reichen vom den PC anschauen. Dann können wir jetzt noch ein bisschen gucken, ob wir übertakten können. So. Ein bisschen Kerntakt, ein bisschen Speichertakt. Kann natürlich sein, dass das hier schon ein bisschen zu sehr ausgereizt ist. Ja, sogar sehr wahrscheinlich. 57 Grad ist für Idle nämlich ziemlich warm. Na, okay, sie macht's noch mit. Die GPU. CPU macht nicht wirklich Sinn zu übertakten, da kriegen wir nicht wirklich irgendwie mehr Leistung. Klar, vielleicht 50 MHz, aber mehr wird da nicht drin sein. So schade das auch ist. Aber wir werden an der Stelle einfach jetzt mal ein kleines Ründchen 3D-Mark durchlaufen lassen. Weil, warum nicht? Wir haben hier sowieso noch was zu tun. Nämlich schauen wir uns erstmal ein paar neue Teile an. Und wie ich sehe, haben wir hier ein paar RTX 2080 Karten, ein paar neue bekommen. Unter anderem eine von Gigabyte und eine von EVGA. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil wir haben doch gerade erst neue gehabt. Das ist doch die... Ah ne, das hier ist eine 2070 gewesen, oder? Ich glaube, das hier ist eine 2070 gewesen. Okay, dann haben wir auf jeden... Warum ist das jetzt wieder weg? Auf jeden Fall haben wir dann jetzt auch eine 2080 jeweils von EVGA und von Gigabyte. Das ist sehr schön zu sehen. Außerdem haben wir hier noch ein bisschen mehr Kühlmittel bekommen. Das interessiert uns nicht so sehr. Ich glaube, wir haben auf eBay noch nicht vorbeigeschaut. Deswegen machen wir das an der Stelle einfach mal. Aber das Zeug interessiert mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so sehr. Und wir werden wahrscheinlich gleich erstmal hier ein paar Aufträge durchgehen.
Hier haben wir eine ganze Menge an Zeug. Aber lesen wir erstmal das hier. Hey, ich wollte Ihnen nur das Neueste in Sachen Krypto berichten, weil Sie mir so enorm geholfen haben. Anscheinend bin ich jetzt im Besitz von ungefähr einem Drittel aller Konvolut, die je geschürft worden sind. Heiliger Heilbutt, das ist ja sowas von abgefahren. Mein kleines Schürfunternehmen läuft wie Schmidts Katze und der Marktwert kennt nach wie vor nur den Weg nach oben. Ich kann es immer noch nicht glauben, wie hoch der Kurs mittlerweile steht. Wetten, dass Sie mir auch nicht geglaubt haben, als ich davon sprach, ein Zoo zu kaufen? Tja, schauen Sie mich nur an. Ja, also mir fehlt hier jetzt das Beweisbild, dass sie einen Zoo gekauft hat, aber okay. Sind wir erstmal zufrieden mit. Und bevor wir da irgendwas machen, wollte ich mal schauen, was wir hier so rausbekommen haben. 9000 Punkte. Das ist ganz, ganz solide für einen Ryzen 7. Im System, der letztendlich ein bisschen gebremst hat. Aber ich würde sagen, doch sehr gut. Und wir sind auch noch ein bisschen unter dem Budget geblieben von $3000. Und hier haben wir noch einen PC. Ach ja, okay, das ist der Reparatur-PC und das hier ist einfach nur ein PC, den wir noch von eBay bekommen haben, glaube ich, den wir auseinanderschrauben können, so langsam mal. Ich weiß nicht mehr genau, wieso wir den gekauft haben, aber wir haben ihn gekauft. Ist, glaube ich, aber auch mittlerweile ein bisschen länger her. Okay, nehmen wir erstmal unser Geld hier entgegen. 5 Sterne, eine gute Adresse für maßgeschneiderte PCs. Sind wir mal froh drüber. So, und jetzt werde ich einfach mal den hier auseinandernehmen. Und an der Stelle wird es natürlich erstmal sehr interessant, läuft der PC überhaupt? Denn das ist sowieso sehr wichtig bei eBay-PCs. Okay, er läuft. Denn da kann man ja auch durchaus mal ein bisschen Schrott geschickt bekommen. Und gerade bei so einem System muss man da halt schon sehr aufpassen. Aber wir hatten in dem Fall eigentlich anscheinend ganz gutes Glück. So. Leider nur ein RAM-Riegel. Warum haben wir denn nur 16 GB RAM als einen Riegel drin? Das ist sehr unkonventionell. Dafür haben wir hier einen riesen CPU-Kühler, eine ganz schicke M2-SSD, eine 1080 Ti. Mit der ist auch nicht zu spaßen. Klar, die CPU ist jetzt nicht mehr die neueste mit einem i7-8700K. Da haben wir mittlerweile ja schon lange den 9700K und den 9900K. Aber wir haben den auch schon vor etwas längerem, glaube ich, auf eBay bestellt. So. Damit hätten wir, glaube ich, alles ausgebaut. Bis auf die Lüfter, aber die müssen wir jetzt nicht zwingend ausbauen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir NZXT-Lüfter da haben, falls wir sie in Zukunft mal brauchen sollten. Und im Lager haben wir auch noch ein paar weitere PC-Gehäuse. Unter anderem auch hier was von Corsair. Also das ist gar nicht allzu schlecht. Dann würde ich sagen, erstmal weitermachen mit neuen Aufträgen. Unter anderem mit diesem hier. Und das ist wieder der Privatdetektiv Steve Schobel. Mit einem reparierten PC und in guter Form schaffte ich es haarscharf durchs Halbfinale. Ich bemerkte sogar, dass ein paar von LeDraws Spießgesellen aus dem Turnier ausschieden. Langsam war er alle seine Unterstützer los. Es war der Vorabend des Finales. Alles hatte sich auf diesen Punkt hin entwickelt. Ich sah LeDraw an jedem Tag. Ich weiß nicht, ob er mich noch von der LAN-Party erkannte, aus der ich hinaus befördert worden war. Das schien so unendlich lange her gewesen zu sein. Ich gab ihm die Hand und sagte, ich würde mich auf unser Finale freuen. Aus der Nähe wirkte er gar nicht wie so ein harter Knochen. Tatsächlich machte er sogar irgendwie einen ängstlichen Eindruck. Als ich in mein Zimmer zurückkehrte, wartete dort ein Paket auf mich. Es kam von Sam, der Dame, die mich ursprünglich in die ganze Geschichte hineingezogen hatte. Ich riss das Paket auf und fand einen Streifen Papier. Nur zwei Wörter stunden dort in schwungvoll eleganter Handschrift geschrieben. Nimm den. Darunter kam ein glattes Gehäuse in Rot und Schwarz zum Vorschein. Es war ihr alter Super-Spielecomputer, den ich aus dem Fluss gerettet hatte. Ihm fehlte noch ein neuer Prozessor und ich würde das Neueste und Großartigste besorgen, was an Prozessoren zu bekommen war. Ich würde LeDraw mit genau dem Computer schlagen, den zu zerstören er gehofft hatte, und das würde ein besonders
schöne Pointe werden. Steve Shovel, Privatdetektiv. Okay, wir sollen einen Ryzen 2700X installieren hier. Können wir machen. Ah ja, okay, das ist der PC. Schön aussehen tut der nicht gerade. Aber müssen wir halt mit leben. So ein Ryzen 2700X ist... ja, 2700X. Für mehr ist dann auch gar nicht mehr Geld da bei dem Auftrag. Immerhin kostet der ja schon $390. Okay, machen wir einfach mal mit dem nächsten PC weiter. Nämlich hier von dem guten alten Mainframe mal wieder, von dem guten Computer, der uns schon ein paar Mal um Aufträge gebittet hat. Lieber loyaler Bürger, Sie wurden für eine spannende neue Mission ausgewählt. Aufgrund einer unerwarteten Überkapazität an nuklearen Abfallstoffen in der Cafeteria von Sektor 72 funktioniert das Nahrungsbereitstellungsterminal für Arbeiter nicht mehr. Gegenwärtig ist das kein Problem, weil alle Arbeiter im Bereich die Nahrung benötigen würden, ebenfalls nicht mehr funktionieren, weil es diese Überkapazität an nuklearen Abfallstoffen gibt. Allerdings sind das Gefahrenbeseitigungsteam und Ersatzarbeitskräfte unterwegs und sie brauchen ebenfalls Nahrung. Sie mögen sich vielleicht fragen, was das mit ihnen zu tun hat. Wenn ja, melden sie sich beim Community-Moralstärkungsbeauftragten in ihrer Nähe. Entsprechende Gedanken sind verboten. Ihre Aufgabe ist es, das Nahrungsbereitstellungsterminal für Arbeiter entgegenzunehmen und sämtliche Computerkomponenten zu ersetzen, die von der Strahlung oder von irgendwas beeinträchtigt worden sind. Hinweis: Das Nahrungsbereitstellungsterminal für Arbeiter könnte hochgradig radioaktiv sein. Radioaktivität ist verboten, der Umgang mit radioaktivem Material ist verboten, Arbeiter, die als radioaktiv festgestellt werden, werden gelöscht. Mit freundlichen Grüßen, Mainframe, Sektor 72. Und das ist tatsächlich Revision 4. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mal gefragt hatte, oder mich selbst mal gefragt hatte, ob das immer eine neue Revision ist, also eine neue Version. Und ja, das ist es anscheinend. Diese Mitteilung samt allen Anlagen ist vertraulich und streng geheim. Wie immer. Keine Ahnung, was das Problem ist. Anhand des Geldes würde ich fast mit dem RAM oder der GT 1030 rechnen. Okay, es macht natürlich Sinn, dass so ein PC für ja so ein Nahrungsbereitstellungssystem nicht so krass ist, aber eine GT 1030, aua. Nehmen wir es trotzdem alles mal entgegen. Und wir schauen dann, was kaputt ist, denn ich habe keine Lust, hier diese ganzen Billigkomponenten alle zu kaufen und dann, ja, nichts davon zu brauchen. Deswegen lassen wir das lieber mal und kümmern uns in der Zeit um ein paar andere PCs. Zum Beispiel hier die beiden Aufträge. Beginnt mit dem hier. Können Sie mir bei was helfen? Ich suche jemanden, der mir gegen Bezahlung einen neuen PC baut. Mein voriger PC hat Leistungswerte um 8010 erreicht und das muss der neueste mindestens leisten. Wäre morgen ein annehmbarer Termin, könnten Sie eine IO-Wasserkühlung installieren. Mir ist bewusst, dass Gebrauchteile günstiger sind, dennoch hätte ich ganz gerne neue. Haben Sie schon mal von Gamerstorm gehört? Die sollen unglaublich toll sein. Herzliche Grüße, Doris Groß, D. Groß Express. $3500 bekommen wir. Damit kann ich durchaus arbeiten, denke ich. Na, IO ist auch kein Problem. Also würde ich sagen, machen wir uns direkt mal an die Arbeit, beziehungsweise an die Konfiguration. Wir haben noch 9900K da. Echt? Oh, okay. Gut, dann rechne ich den direkt mal ein. Wenn wir den noch da haben. So, als IO nehmen wir an... Obwohl, nee, wisst ihr was? Wir werden was anderes machen. Oder? Ja, nee, bei dem anderen Auftrag haben wir weniger Geld. Wir belassen es dabei. Ich war gerade kurz, um überlegen, ob wir hier AMD reintun und in das andere System... Ob wir hier AMD reintun, weil kann man ja sowieso nicht so krass übertakten und das andere Intel. Aber da ich gerade eben schon gesehen habe, dass wir bei dem anderen PC ja weniger Geld haben und eine Custom-Wasserkühlung einbauen müssen, wird das schwierig vom Budget her. Deswegen bleiben wir bei dem hier. Und nehmen trotzdem hier diese IO, weil die einfach sehr gut aussieht. So, als Board nehmen wir hier ein schickes Z390 Board. In dem Fall holen wir einfach das ASRock Z390 Taichi, weil wir das auch nochmal neu im Inventar haben.
So, bei der Grafikkarte würde ich hier auf eine, könnten halt auch noch mal eine 1080 einbauen. Ich weiß, sie ist nicht mehr die neueste Karte, aber wir haben halt so viele 1080er. Gleichzeitig wollen wir halt auch die 2080 einbauen, die wir auch mittlerweile, ja, so oft neu haben. Und ich glaube, dann nehmen wir einfach mal das Design hier, weil wir das, glaube ich, noch nie eingebaut haben. Das muss auch mal rein in den PC. Zusätzlich nehmen wir hier in dem Fall als SSD eine von Gigabyte, nämlich die hier. Und ich weiß, die haben wir schon einmal im Inventar, aber zweimal kann die auch nicht schaden. So, Netzteile, da müssten wir mal was von Gamerstorm nehmen, weil wir sollen ja was von Gamerstorm einbauen unbedingt. Da würde ich hier das Netzteil empfehlen, das reicht durchaus für unsere Zwecke aus. Dann müssen wir hier mal schauen, was wir für ein Gehäuse nehmen. Hier könnten wir aber tatsächlich mal auf ein Fractal Design Gehäuse endlich mal wieder gehen. Und zwar eigentlich sogar ganz gerne hier auf einen Dare Tower. Wie wäre es denn mal mit dem hier? Der Fractal Design Define R6 White Tower. Nutzen wir so selten, also Sachen von Fractal insgesamt, da sollten wir das in dem Fall dann doch mal machen. So, jetzt schauen wir mal, was wir da für RAM reintun. Beziehungsweise ich würde vielleicht erst noch auf Speicherplatz gehen. Das soll ja schon ein sehr solides System werden. In dem Fall bauen wir dann einfach 2 1 TB SSDs von Gigabyte ein. Ich kaufe gerade einfach noch eine weitere nach. Und dann haben wir immer noch ein sehr solides Budget für unseren RAM da. So, wo haben wir den RAM? Den müssen wir noch auf RGB umstellen. Und wir haben so ungefähr $190. Und für $190 bekommen wir unglaublich schnell 8 GB RAM. Okay. 16 GB gibt es gar nicht in dem Preissegment irgendwie vorher. Gut, dann müssen wir wohl damit Vorliebe nehmen. 1, 2, 3, 4. Ich schaue lieber mal nach, ob das Mainboard das überhaupt unterstützt, was wir kaufen wollten. Oder was wir gekauft haben. Wir haben es ja schon im Inventar. MHz. Okay, das heißt, das läuft nicht ganz drauf. Wir müssen ein bisschen runtertakten, aber ist nicht so schlimm. Kann ich mit leben und ich hoffe, ihr auch. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns um dieses System, also den Custom-Wasserkühlungs-Build in der Zusammenstellung sowohl als auch im Zusammenbau im nächsten Part. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Lasst mir doch gerne noch ein Abo da, wenn euch dieser Part hier gefallen hat. Ein Like. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.